eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei und Stellung dabei. Eins, zwei, drei. Wer macht's besser als die OECD? Die beiden von der Pforte D. Wer macht's besser als die OECD? Die beiden von der Pforte D. Und Stellung und auf und wieder Stellung und Robben. Robben! Robben! Was machen Sie denn da? Ein Robben, wir haben verloren gegen Real Madrid. Das kann ja wohl hier ernst sein. Los jetzt, Robben! Ach, soll ich jetzt einen Ball auf der Nase balancieren mit einem Flossen Beifall klatschen? Jetzt hören Sie doch nicht blöder an, als Sie sind. Und immer dran denken, der Russe könnte hinter der Tür stehen. Aber uns hat man immer gesagt, der Russe steht vor der Tür. Ja, toll. Und was haben Sie gesagt? Wollen wir eine neue Lasse? Also, los jetzt, Liegestütze. Und eins und zwei und drei und vier. Herr Provin, hören Sie auf. Hören Sie jetzt endlich auf. Jetzt scheuchten Sie mich schon eine halbe Stunde durchs Kanzleramt und sagen von Befehl von oben, irgendwas kommt da. Ja, natürlich. Sie haben es doch wohl immer noch nicht begriffen. Wir bereiten uns hier auf einen Freundschaftsbesuch in der Ukraine vor. Direkt im ukrainischen Präsidentenpalast. Freundschaftsbesuch? Natürlich, wir werden dort die demokratischen Strukturen stärken. Die demokratischen Strukturen in der Ukraine, ja. Das ist ein Widerspruch in sich. Ich kenne da nur drei Politiker. Dieser Klitschko, dann diese Baba Yaga. Ja? Nein, Timoschenko. Timoschenko. Und den Jarosch. Also ein Rummelboxer, eine ehemalige Knastfrau und ein Chef einer faschistischen Prügeltruppe. Herr Frohwin. Herr Frohwin, ich kenne Ecken in Deutschland. Da ist diese Zusammenrottung keine demokratische Struktur, sondern eine Parallelgesellschaft. Ja, aber genau deshalb müssen wir die Zivilgesellschaft stärken. Ja? Ach so, und deshalb machen wir hier Volkssturm. Ach komm, jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihren ewigen Nazi-Vergleichen. Wirklich. Entschuldigung. Da unten in der Ukraine geht es schon lange nicht mehr ums Volk, nur noch um Sturm. Ja, genau. Und jetzt nach den 46 Opfern gestern in Odessa, ja, da müssen wir vorbereitet sein. Wenn es knallt, dann müssen wir doch wissen, was zu tun ist. Sonst geht es uns noch wie diesen OSZE-Beobachtern, die gestern nach Hause gekommen sind. Ja, Herr Frohwin, das habe ich auch nicht verstanden. Wenn wir da unten Frieden wollen, warum schicken wir dann Militär? Na, Moment, Moment. Das waren keine Militärs. Oberst Schneider hat gesagt, wir sind Diplomaten im Kampfanzug. Ja, und Walter Ulbricht hat gesagt, unsere Sportler sind Diplomaten im Trainingsanzug. Es ist immer dasselbe, in jedem System. Das ist Sprechdurchfall, das ist wörtliche Betäubung. Also, vergessen Sie es, ich komme nicht mit. Natürlich kommen Sie nein, mit. Nein, ich komme nicht mit. Natürlich, die haben am schwarzen Brett Freiwillige für die Ukraine gesucht und ich habe uns beide angemeldet. Was? Sie haben was? Ja, natürlich, die Menschen in der Ukraine brauchen unsere Hilfe. Unsere Hilfe? In der Ukraine. Ich bin Pförtner, Herr Frohwin. Was soll ich dann da machen? Soll ich da runtergehen und mich an die russische-ukrainische Grenze stellen, eine Pförtnerloge aufbauen? Und wenn die russische Armee anrückt, sage ich, wir haben heute zu, kommen Sie wieder zu den Öffnungszeiten. Ja, das ist eine gute Idee. Was könnte ich? Sie können noch diese kleinen Wartemarken auswählen. Sie werden aufgerufen, ja, liebe Russen. Ach, da bin ich ja auch. Unsere beiden Freiwilligen. Läuft's gut, Herr Frohwin? Bölkbockt. Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich begrüße Sie an der Pforte des Kanzleramtes, an der Pforte D. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin sehr begeistert. Danke. Das freut mich, dass Sie da sind. Sie werden mich nicht kennen. Mein Name ist Solga. Ja, großes S, kleine Olga. Ich bin die Kanzlersouffleuse, ja, oder auch die Pille der Merkel, weil ich oft ganz Schlimmes verhüte. Ja. Ich meine, ich arbeite schon lange bei der Kanzlerin, sage ich Ihnen ganz. Ich mache alles für Sie seit Jahren, alles. Ich trage die Handtasche für Sie durch die Gegend. Ja, ich sage, wann Sie Hände schütteln muss. Ich wähle die Farbe Ihrer Bläser aus. Ja, bitte. Also, da sind alle Wandfarben mit dabei. Ja, ich habe für Sie neulich mit dem Putin telefoniert. Ich habe gesagt, Wladimir, verzichte auf die Krim, dafür kriegst du Sylt. Es hat nichts gebracht. Ich kann alles machen. Verstehen Sie, ich koste das Essen vor. Ich habe sogar die Raute erfunden. Das kann ich...
Ja, Entschuldigung, das hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Das war jetzt zu, das soll nun gar keiner wissen. Entschuldigung, ja, es ist auch gar nicht wichtig, verstehen Sie, aber es war mal eine Zeichensprache abgemacht zwischen Merkel und mir beim Staatsempfang am Parkett, habe ich vor Jahren zu ihr gesagt, sie soll mir mal ein optisches Zeichen geben, was sie von Putin und was von Obama hält. Und da hat sie mir einfach über den Raum hin gezeigt, Frau Solger, das ist vielleicht ein Riesenarschloch und das ist noch ein größeres Arschloch und das ist vielleicht, Entschuldigung, das war sehr unfein, aber das war jetzt sehr unfein, Entschuldigung. Aber wenn Sie die Merkel das nächste Mal im Fernsehen so sehen, dann wissen Sie, was gemeint ist, ja? Dann müssen Sie einfach nur gucken, wer drumherum steht. Das ist Ihre Meinung dann. Das ist, wenn sie mal mehr Rückgrat statt Raute hätte, ja? Aber das wollte ich gar nicht sagen. Nein, wir suchen hier eigentlich Freiwillige für das Demokratiekommando Kiew, ja? Also, wir wollen der Ukraine zeigen, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. Freiwillige, wer kommt denn mit? Ich darf jetzt mal ums Handzeichen bitten. Wenn Sie Frau Solger, das wird noch. Das wird noch. Ja, ja. Herr Frohwien, ich sage Ihnen eins, wenn in den nächsten 30 Minuten hier nicht mindestens 20 Freiwillige stehen, ja, dann verwandle ich Ihren Dienstwagen in eine Dienstrikscha. Eine Dienstrikscha. Ja. Wollen einsteigen? Herr Wölf, lachen Sie nicht, Sie machen auch mit, sonst sind Sie morgen Rathauspförtner in Zollenroda. Das ist auch schön. Meine Güte, was für eine Frau. Was für Vision. Vision? Die Frau hat keine Vision. Und ich sage Ihnen immer, wenn Politiker keine Vision haben, dann schicken Sie die Vision. Ach, Sie haben einfach noch nicht verstanden, worum es geht. Wir werden den Ukrainern so lange die Demokratie nahebringen, bis die sich wünschen werden, sie hätten nie eine Revolution gemacht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, wirklich. Ich meine, das ist doch ein Witz, die demokratischen Strukturen im Moment da unten. Da gehen doch die Oligarchen im Präsidentenpalast ein und aus. Ach, hier wohl nicht? Frau Merkel empfängt tagtäglich hier Wirtschaftsbosse. Und Josef Ackermann, der Chef der Deutschen Bank damals, hat hier seinen Geburtstag gefeiert, im Kanzleramt. Ja, der musste im Kanzleramt feiern. Warum? Ja, weil der Putin sich geweigert hatte, ihm den Zarenpalast zu vermieten. Nein, außerdem kann man bitte das. Das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. In Deutschland sind das einfach nur alles ganz lose private Kontakte. Lose private Kontakte, ja. Dass ich jetzt nicht lache. Der Eckhard von Kleden, Staatssekretär im Kanzleramt, hat im Jahre 2012 30 Mal die Cheflobbyisten von Goldman Sachs empfangen. Der hat sich alle zwei Wochen seine Befehle abgeholt. Ach Mensch, jetzt atmen Sie aber mal wieder aus. Sonst behaupten Sie am Ende noch, die Lobbyisten fallen öfter übers Kanzleramt her als Hurricanes über die Karibik. Das stimmt auch. Nur vor Hurricanes, da können Sie sich schützen. Nehmen Sie nur mal hier diesen Cheflobbyisten aus Saudi-Arabien, der hier zu Besuch war. Die Saudi-Arabische, sag ich dir. Moment. Nein. Nein. Gerade dieser Besuch aus Saudi-Arabien, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der war nur hier, um ganz friedlich für sein Land zu werben. Und wenn es um den Frieden geht, dann darf man auf den Frieden eben keine Rücksicht nehmen. Salam aleikum. Allah. Panzer Saudi-Arabia. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Scheich Abdul Ibn Abarm von der Saudi-Arabischen Gesellschaft möchte Stellung dazu nehmen, ob man Panzergeschäfte mit Saudi-Arabien abwickeln darf. Allah Dula. Allah Rabatska. Allah Kala. Dum 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 dum. Er möchte zunächst einmal betonen, Saudi-Arabien ist ein friedliches Land. Aluka, Syrien, Jemen, Irak, Kala. Ja, gut, es stimmt, in fast jedem Nachbarstaat von Saudi-Arabien herrscht Bürgerkrieg, so in Syrien, Jemen und dem Irak. Agusk, hogga hogga, quak quak. Na und? Frankreich ist das Nachbarland von der Bundesrepublik Deutschland. Dort werden Frösche geschlachtet, um ihre Schenkel zu essen. Das hält aber Deutschland nicht dafür ab, für Frösche und Kröten Tunnel zu bauen, um sie nicht plattfahren zu lassen. Agurka, Zollala. Aber wozu gibt es einen Zoll? Wozu gibt es Grenzen? Die saudi-arabischen Grenzbeamten sind aufgerufen, keine bürgerkriegsähnlichen Zustände in Saudi-Arabien zuzulassen. Hm. Agurka? Saudi-Arabia, Scharia, halalala.
Viele Menschen glauben ja, Saudi-Arabien sei eins der menschenverachtendsten Terrorregime der Welt. Gabasch. Bitte? Gabasch. Gut, das stimmt. Gabasch. Israeli, Irani. Viele befürchten vielleicht auch, die Panzer könnten gegen Israel oder den Iran eingesetzt werden. Scheich Abdul Ibn Abarm möchte versichern, das Gegenteil ist der Fall. Sie werden nur zu humanitären Zwecken benutzt. Abdullah Abdu. Zum Beispiel als Kletterbogen in Kindertagesstätten. Die Panzer des Friedens werden eingesetzt, um kleinen Schulkindern über die Straße zu helfen oder alten Damen Gehhilfen über Sanddünen zu bringen. Meine Damen und Herren, das saudi-arabische Volk möchte dem zuständigen deutschen Bundestagsausschuss im Falle einer Zustimmung zur Panzerlieferung an Saudi-Arabien freudig zurufen: Balla balla. Balla balla. Vielen Dank. Um das aber einmal klarzustellen, die Bundesrepublik hat allein im ersten Halbjahr des Jahres 2013 Waffen für 816 Millionen Euro in die Golfregion geliefert. Darunter natürlich Panzer für König Abdullah nach Saudi-Arabien. Die Panzer baut ein deutsches Rüstungsunternehmen, die Firma Krauss-Maffei-Wegmann. Den Namen sollten Sie sich unbedingt merken. Krauss-Maffei-Wegmann hat nämlich auch mal Angela Merkels Wahlkampf bezahlt. Ja, Angela Merkels Wahlkampf wurde noch nie von Obi bezahlt. Ja, darüber ist natürlich besonders König Abdullah froh. Denn sonst hätte er ja keine deutschen Panzer, sondern Flachdübelfräsen. Herr Frohwin. Ja? Herr Frohwin, während die Ukrainer unsere Demokratie importieren, exportieren die Ukraine Waffen über Deutschland in andere Länder. Und keiner will es gewusst haben. Aber wieso? Keiner hat es gewusst. Die Medien waren voll davon. Die Medien. Auf der Seite oder auf der Seite. Besonders die Zeitung. Sagt man doch, die lügen wie gedruckt. Wann drucken die mal, was die lügen? Na, Moment, Moment, Moment. In solchen Krisenzeiten. In solchen Krisenzeiten ist das nur der übliche Medienkrieg. Ja, und Sie wissen ja, die Wahrheit vor einem Krieg stirbt immer zuerst. Natürlich, und da braucht es irgendwann doch nur noch einen Anlass für einen Krieg. Wie war es vor 100 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg? Da reichte schließlich die Ermordung des österreichischen Thronfolgers. Ja, da sind wir ja gut raus. Uns kann nichts passieren. Wir haben die Monarchie abgeschafft. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir wurden jetzt eingeladen als Experten für diese Krise auf der Ukraine-Dings. Genau. Wir können uns ja kurz vorstellen, wir kommen von der Unterhaltungsagentur Thiem & Struppi und wir sind Medienanalysten. Ne? Genau. Der Punkt ist, was? Wir sind doch keine Medienanalysten. Doch, wir sind Medienanalysten. Ja, es ist mittlerweile anscheinend egal, wen man dafür fragt, oder wie ist das? Genau, und in den Medien wissen wir ja, in den Medien wird immer nur sehr, sehr, sehr Ausgewähltes gezeigt. Und dann gibt es manchmal Sachen, die schief gehen. Zum Beispiel beim ZDF war das so, am Anfang der Berichterstattung über die Krim-Krise, da gab es so ein paar Probleme. Da haben sie aus Versehen zu nahe zusammengearbeitet mit dem Ukrainian Crisis Media Center. Das war jetzt ein radikal russlandfeindlicher Verein. Das ist ungefähr so, als würde man bei der Frage, ob homosexuelle Paare in Zukunft heiraten dürfen, ausschließlich die katholische Kirche zitiert. Gott erschuf Adam und Eva, nicht Adam und Peter, meine Damen und Herren. Ich muss zugeben, dass ich nicht alles verstanden habe, was auf der Krim da passiert. Ja, es geht ja irgendwie darum, denen die Demokratie zu bringen. Ne? Das war am Anfang die Idee, genau. Das hat die EU sich abgeguckt bei den Amerikanern. Die machen das seit Jahrzehnten erfolgreich. Die arbeiten jetzt im Irak, arbeiten jetzt sehr eng mit Amazon zusammen und bringen da die Freiheit mit den Drohnen vorbei, im Grunde genommen. Direkt vor die eigene Haustür, sozusagen. So. Das Problem in der Ukraine aber ist, dass der Russe... Der elende Ivan, wie ich ihn gerne nenne, privat. Genau. Dass der Russe... Das rote Schwein, so ein bisschen. Dass der Russe... Die Gefahr aus dem Osten. Der stinkende, widerliche Bolschewik. Okay, ist gut. Entschuldigung. Ist gut. Der Russe hat also jetzt dieses revolutionäre Chaos ausgenutzt und sich hintenrum ganz frech die Krim gemopst, ne? Wenn man das so sehen möchte. Naja, das muss man so sehen. Ich meine, der Russe... Der ist doch seit Jahrzehnten unser Feind. Was hat der sich nicht alles erlaubt, der Russe? Der wollte sich Georgien schnappen. Ne? Der hat Chodorkowski eingesperrt, Politkovskaya wurde erschossen, Litvinenko wurde verstrahlt, der blockiert alle Resolutionen gegen Syrien, der hat diesem Computerfreak Edward Snowden einfach Asyl gewährt, der hat uns die Olympischen Spiele vermasselt, der hat uns Gerhard Schröder weggenommen und dann auch noch Gérard Depardieu. Im Grunde hat er uns... Ja, der Russe.
Der Russe hat uns Obelix genommen, meine Damen und Herren. So sieht es aus. Und jetzt will er uns auch noch Klitschko kaputt machen. Und das geht zu weit. Da wehren wir uns als Deutsche. Ja, also da ruft Merkel an und meint, oh Mann, das geht nicht so doll. Ja. Ich hab das nicht wirklich verstanden auf der Krim irgendwie. Nee. Ich dachte auch immer, die Krim gehört den Briten. Nein. Nein, die Krim gehört den Menschen, die da wohnen. Das ist, also der Mehrheit. Das ist ja Demokratie. Die Mehrheit bestimmt. Wille der Mehrheit. Das waren in dem Fall auf der Krim, waren das die 97%, die gemeint haben, wir möchten zu Russland gehören. Heim ins Reich quasi. Dummerweise waren das die falschen 97%. Ja, das ist dann. Deswegen wurde dann die Abstimmung auch als völkerrechtswidrig erklärt. Und zwar schon bevor sie abgehalten wurde. Weil das Ergebnis war klar und das machte man nicht so gerne. Und das ist jetzt eine Praxis, die kennt man ja auch aus anderen Gebieten, wo irgendwelche Leute sich für unabhängig erklären wollen. Also alle Separatistenbewegungen, das gibt es in Katalonien und im Baskenland und in Mexiko und in Irland und in Bayern, also überall eigentlich. Ja, aber zu Recht. Das kann doch nicht angehen. Der Demokrat an sich muss da einschreiten. Wo kämen wir hin, wenn ab morgen jeder für sich bestimmt, in welchem Land er leben möchte? Wenn jemand mitbestimmen möchte und sagen möchte, ich möchte hier wohnen, in dem Land. Wo kämen wir hin? Genau. In der Demokratie. Nee, das ist sehr dumm. Wir wollten was anderes sagen eigentlich. Müssen wir nicht einmarschieren. Warte, wir haben auch aufgeschrieben bekommen, was wir eigentlich sagen sollten. Also der Sender sagt... Hier steht's. Milch, Eier, Butter... Nee, das ist... Warte, ich hab's, glaube ich, hier... Hier ist es, ja. Es war nicht alles schlecht, was Hitler... Nee, das ist auch nicht richtig. Entschuldigung, Ich hab das. Die Ukraine muss in die NATO. Und in die EU. Der Westen hat recht, Russland gehört vernichtet, Putin ist ein Nazischwein. Gezeichnet Ukrainian Crisis Media Center. Ach ja, das ist genau. Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also auch wenn Herr Böck sich noch weigert, wir müssen in die Ukraine. Natürlich. Wir können die Ukraine doch nicht dem Putin überlassen. Ich bitte Sie mal. Schäuble hat Putin sogar mit Hitler verglichen. Wenn wir jetzt mal annehmen, das stimmt, Putin ist der neue Hitler, dann müssen wir uns doch alle ernsthaft fragen, wer stoppt ihn denn jetzt endlich, diesen Wahnsinnigen? Wenn da führt kein Weg drumherum, dann muss den irgendjemand beseitigen. Dann muss einer den Stauffenberg machen. Gut, nur besser, natürlich, klar. Nein, schauen Sie, es ist doch wirklich alles ganz einfach. Wenn der Putin erst nach der Krim greift und jetzt nach der Ostukraine greift, ja, dann muss sich der Obama an den Kopf greifen und sich fragen, wie kann er denn nur so dreist das Völkerrecht brechen? Und dass der Putin das Völkerrecht bricht, das wird ja auch von allen ernstzunehmenden Völkerrechtlern bestätigt. Gut, die beschweren sich immer, es hätte sie nie ernsthaft jemand gefragt, aber da sagt der Obama einfach, na und, aber abgehört. Na gut, aber klar. Auch die USA brechen seit Jahren das Völkerrecht. Unbestritten natürlich. Ja, Afghanistan, Irak, Guantanamo, Drohnenangriffe in Pakistan. Im Januar haben die USA in Somalia einen Verdächtigen mit einer Rakete beschossen. Einfach so. Rums, aus, Feierabend. Ende im Gelände. Sie wissen zwar bis heute nicht, ob sie ihn überhaupt getroffen haben, aber so einfach ist das. Wenn dieser Verdächtige, sagen wir jetzt mal, nicht durch Somalia spazieren gegangen wäre, sondern in Berlin-Mitte, dann wäre jetzt auf dem Alexanderplatz ein großes Loch. Das wäre völkerrechtlich nicht in Ordnung, architektonisch schon. Der springende Punkt ist doch, der Obama darf das Völkerrecht brechen. Und der Putin dürfte es auch. Ja, er müsste sich doch nur mal entscheiden, was er sein will. Russe oder Friedensnobelpreisträger. Ja, das musste einmal dem Putin jemand sagen. Dann wäre es nämlich alles ganz einfach. Dem muss mal jemand sagen, Mensch, Wladimir, als Russe, da gewinnst du vielleicht die Herzen der Krim-Bevölkerung, aber als Friedensnobelpreisträger, da kommst du an ihre Passwörter. Ah. Weil du als Friedensnobelpreisträger dann für die Menschenrechte kämpfst und dann brauchst du eben alle Passwörter von allen Menschen auf der ganzen Welt. Denn über je mehr Menschen der Friedensnobelpreisträger alles weiß, umso weniger muss er foltern lassen. So einfach ist das.
Egal, was ein Friedensnobelpreisträger tut. Ja, ob er unsere Wäsche durchwühlt, ob er Gefangene an Hundeleinen vorführt oder mit Drohnen auf Sechsjährige schießt, er tut's doch für die Freiheit. Und in der Freiheit, da rollen wir vielleicht dem steuerschweren Steuerbetrüger Chodorkowski in Berlin den roten Teppich aus. Aber auf gar keinen Fall Edward Snowden. So einfach ist das. Ich meine, gut, nur der Schröder. Klar, der muss den Putin natürlich verteidigen. Ja klar, wer macht das nicht mit seinem Arbeitgeber? Das ist doch klar, natürlich. Der muss ja sogar mit ihm Geburtstag feiern. Aber was ja viel interessanter ist, der Schröder hat bei einer Podiumsdiskussion gesagt, dass der Putin das Völkerrecht gebrochen hat. Er kann es verstehen, weil, Zitat, ich im Kosovo dasselbe gemacht habe. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja Moment mal, das war doch dann ein glasklares Geständnis. Warum hat denn den Schröder niemals noch auf dem Podium, auf den Boden geworfen? Warum hat ihm keine Handschellen angelegt und ihn direkt zum Internationalen Gerichtshof nach Den Haag überführt? Der bekommt die einfache Antwort, weil nie jemand ermittelt hat. Der Schröder durfte das Völkerrecht brechen. Bitte, was hat der Schröder gesagt? Er hat gesagt, wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln herbeizuführen. Also Entschuldigung, aber für diesen Satz, da hätte der Schröder doch zumindest zwei Preise verdient. Einmal den Kreativpreis der Waffenindustrie und den Friedensnobelpreis. Apropos, der Obama hat zwischendrin vorgeschlagen, die verbliebenen G7-Staaten, die könnten sich ja auch mal in Den Haag treffen. Da hat die Merkel aber abgewunken. Nein, die hat den Braten gerochen. Der Putin hätte sich ja auch totgelacht. Ja. Obwohl, das wäre vielleicht die Lösung gewesen. Wenn der Putin sich totgelacht hätte, tja, dann müsste jetzt keiner den Stauffenberg machen. So einfach wäre es gewesen. Mach doch die Scheißhaustür zu. Herr Böll? Herr Böll? Hallo, alles in Ordnung? Ah, junger Mann, ich habe gehört, hier sollen zwei Kameraden feierlich an die Front verabschiedet werden. Wo ist das kalte Buffet? Mein Böll ist mein Name. Ja, das ist mir klar, natürlich, weiß ich. Ja, Sie kennen mich? Autogramme gibt's am Künstlereingang. Mim, mim, das lockert die Stimmbänder. Mim, mim, sagen Sie mal, geht's Ihnen wirklich gut? Sie wollen jetzt hier singen? Was? Von Wollen darf gar keine Rede sein. Ich muss hier singen, obwohl ich zum Gesang gekommen bin, wie die Jungfrau zum berühmten Kind. Ich war Pförtner. Das heißt, Sie waren Pförtner, Sie sind Pförtner. Ich war Pförtner am Opernhaus. Der Pförtner, der hier ist, das ist mein Bruder Lothar. Ach. Ich bin der Hugo. Wir sind eine Pförtner-Dynastie. Wir sind Zwillinge. Ist ja irre. Eineiig? Zusammen viereiig. Kleiner Musikerschatz. Das ist doch. Ich soll hier singen beim Essen. Ja, immer noch besser als beim Essen singen. Eben, junger Mann. Ich bin Sänger. Ich singe Kunstarien und keine Kulinarien. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich mein Bruder? Ihr Bruder, der macht gerade seinen Rundgang. Ein Rundgang? Mhm. Dann holen Sie ihn bitte. Ich könnte vielleicht mit ihm noch ein Duett singen. Ein Duett. Aha. Nicht ein Duell, ein Duett. Mit der Kanzlerin vielleicht zusammen? Für Frau Merkel. Das wäre Frau doch Merkel. Ganz wunderbar. Da hätte ich einen Vorschlag aus der Zauberflöte. Bewahret mich von Weibertücken. Mimi, Rums. Rums, Bums, das Bums klappt schon. Aber das Rums muss ich noch üben. Wissen Sie, ich habe mich spezialisiert auf Frontbespielung in Krisengebieten. Jetzt, wo deutsche Soldaten überall in der Welt die Freiheit mit der Waffe verteidigen müssen, da singe ich auf dem Feld der Ehre und begleite mich manchmal selbst auf einer Stalinorgel. Was? War ein kleiner Musikerscherz, aber ich sage meinen Soldaten unten, immer wenn ich auftrete in Krisen, sage ich immer, Spaß muss sein, sonst geht ja keiner mit auf den Heldenfriedhof. Ich habe in Afghanistan gesungen, zusammen mit zwei jungen Kollegen, den Freischütz. Wir nannten uns die drei Tornados. Wir sind toll eingeschlagen. Besonders unter den Afghanen herrschte eine Bombenstimmung.
Sie haben uns mit Blumen empfangen. Leider waren noch die Töpfe dran. Davor war ich im Kosovo. Ein großes Highlight meines Konzertes war dieses Marschlied: Wir werden weiter marschieren, bis alles in Serben fällt. Und dann kam noch die Ode an die Minensucher. Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht? Gut. Gut. Da war ich schon etwas betrunken, aber schlucken Sie nicht. Ich habe nur unsere Verteidigungsministerin wörtlich genommen. Sie hat gesagt, wir sollen voll hinter unseren Soldaten stehen. Morgen schiffe ich mich ein bei der Kriegsmarine. Da singe ich auf einer alten Fregatte. Nicht Sie, meine Dame, auf einer alten Fregatte. Da singe ich vor dem Libanon. Wie heißt die Hauptstadt? Ich komme gleich drauf. Nicht bei Monika, bei Gisela, bei Ruth. So heißt die Hauptstadt. Unsere Matrosen sollen ja da aufpassen, dass die deutschen Waffen die richtigen treffen. Das ist eine Lotterie. Deshalb singe ich da unten ohne Gewehr. Was ich da unten schmettern werde, da schwanke ich noch auf dem Meer. Mein Agent hat zu mir gesagt, Placebo. So ist mein Künstlername, Placebo Domino. Der sagte zu mir, mach es wie immer, sing Vivaldi. Ich dachte, lass ihn bellen. Nein, wenn ich dort unten singe für meine Soldaten, dann was Passendes von Chopin. Oder Edward Grieg, Krieg. Übrigens die Frontbespielung, meine Frontbespielung wird gesponsert von Pirelli. Nun werden Sie fragen, warum von einer Reifenfirma? Ganz einfach. Pirelli und ich, wir haben eins gemeinsam. Wir verkaufen keine Platten. aber davon geht die Welt nicht unter. Ich weiß, es wird einmal. Durchhalte-Arien gingen ja ganz früher mal ganz gut, aber da habe ich noch nicht gesungen. Mein Agent sagte neulich zu mir, Placebo, wenn du vor Stalingrad gesungen hättest, die Russen hätten sich freiwillig ergeben, aber damals habe ich noch nicht gesungen, aber meine Zeit kommt noch. Vielleicht nimmt mich die Uschi mit runter in die Ukraine oder nach Mali in Afrika, zusammen mit dem ehemaligen Bundespräser hier Horst Köhler. Der hat ja mal ausgeplaudert, warum unsere Soldaten in der Wüste ins Gras beißen müssen, für die Interessen der Wirtschaft und um unsere Handelswege abzusichern. Ja, damals musste er noch zurücktreten. Heute darf er ins Glied treten, dem Neger. Und ich weiß schon, was ich in Mali singen werde. Auf die Bäume, ihr Affen. Der Neger wird sich freuen. Ich weiß, das Wort sagt man nicht mehr. Also Bäume. Nein. Und Affen. Affen sind Primaten. Nur es heißt ja, die Politik hat gegenüber der Wirtschaft das Primat. Aber manchmal glaube ich, in meiner kleinen Sängerseele, inzwischen sitzen in Politik und Wirtschaft nur Primaten. Und das ist eine Beleidigung für die Primaten. Ich habe Ihren Bruder getroffen, er hat gesagt, Sie sollen im Keller singen, da ist die Akustik besser. Und, wie ist da das Publikum? Na, es geht. Dann werde ich mich beeilen. Vielleicht ist es ganz weg, ehe ich angekommen bin. Ich will nur noch schnell sagen, Herr Frohwin, oder so heißen Sie doch, ich habe in Somalia gesungen. Ja, da hat ja Deutschland 20 Bundeswehrsoldaten eingesetzt. Und da kam ich auf die Bühne, trat an die Rampe, saß unten ein Mann im Publikum. Ich sagte, junger Mann, ich singe heute Abend nur für Sie. Wissen Sie, was der gesagt hat? Machen Sie hin, ich explodiere gleich. Junger Mann, bis zu vorne. Das kalte Buffet, es ist doch so egal. Aber auch er, ja? Alle reden nur noch vom Krieg. Das ist ja unfassbar. Auch seit wir von Schwarz-Rot regiert werden, ständig hört man das noch. Ja? Militäreinsätze und Krieg, man hat manchmal das Gefühl, das ist so eine schleichende Militarisierung.
Das wird plötzlich alles wieder so schrecklich salonfähig. Und ganz vorweg natürlich unser Staatsoberhaupt, unser Militärpfarrer Gauck. Ja, der lässt ja gar keine Gelegenheit aus. Nein. Also wirklich bei jeder Gelegenheit, die sich ergibt, rutscht ihm ja irgend so ein Satz raus. Wir haben auch eine militärische Verantwortung. Wir dürfen uns da nicht drücken. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist bei dem wie ein Tourette-Syndrom. Ja? Ja. Militärische Verantwortung. Egal, was der Gauck macht, ob der eine Spielstraße einweiht oder eine Kita besucht oder einen Staatsbesuch macht, immer rutscht ihm das raus. Militärische Verantwortung. Oder ganz kurz, Krieg. Ist ja regelrecht ansteckend. Steinmeier hat das mittlerweile auch. Krieg. Ursula von der Leyen sowieso. Krieg, Krieg. Das ist reflexhaft. Wird das auch gar nicht mehr los. Jetzt habe ich das auch. Krieg. Das ist furchtbar. Krieg. Oh. Ja? Entschuldigung. Krieg. Das ist alles in Ordnung? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Ich habe Ihrem Bruder gesagt, er soll im Keller singen. Krieg. Krieg. Egal, was das für Tabletten sind, Sie sollten sie absetzen. Nein. Müssen sich keine Sorgen machen. Nein, ich habe nur den Leuten zu erklären versucht, dass meiner Meinung nach unsere Gesellschaft Krieg für Krieg, Schritt für Schritt militarisiert wird. Krieg, Krieg. Ja, wobei sich unsere Armee fragen muss, ist unsere Armee Krieg überhaupt vorbereitet auf diesen militärischen, verantwortungsvollen Einsatz? Ja. Krieg, Krieg, Ficken. Was war das jetzt? Das Edati-Syndrom. Auch noch nicht gelöst. Ja, wie komme ich jetzt auf Ursula von der Leyen? Ach ja, Ursula von der Leyen will ja unsere Bundeswehr Krieg familienfreundlicher machen. Krieg! Oh, oh Gott, jetzt habe ich sie angesteckt. Krieg! Oh. Krieg! Deckung! Volle Deckung! Volle Deckung! Kompanie! Was sind aber, wo sind denn die anderen? Meldet gehorsamst, Herr Hauptmann. Die Kameraden sind zum Elternnachmittag und der Regiments Kindertagesstätte Erwin Rommel. Pardon. Benjamin Blümchen natürlich. Die anderen haben Elternzeit. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Taliban, der greift unser Basislager an. Hauptmann, meldet gehorsamst, wir sollen unsere Vaterschaft verantwortungsvoll annehmen, sogar im Kampfeinsatz. Oberster Befehl von der Ministerin. Wissen Sie was? Wissen Sie, was der Taliban zu Ihrer Vaterschaft sagt? Scheiße, Mann! Jetzt schießen Sie auch noch scharf. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da haben Sie wenigstens Ihre Kampfausrüstung dabei. Ja, Babysack umgeschnallt, Wickeltasche am Mann. Ich rede doch nicht von Ihrer Ausrüstung für den Kita-Ausflug. Ich rede von den Waffen für den Nahkampf, verdammt nochmal. Rassel und Nuckelflasche dabei. Ich rede von MG und Handgranaten, Sie Arschloch. Das verträgt sich nicht mit einer modernen Vaterschaft. Im Anti-Aggressionstraining habe ich gelernt, unseren Kindern vorleben, dass ohne Gewalt im Sandkasten mehr Spaß macht, Förmchen zu Flugscharen und Frieden schaffen ohne das alles. Doch, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist schwul, das ist einfach nur total schwul. Wir sollen unseren Kindern und auch dem Taliban zeigen, dass wir tolerant sind und nicht aggressiv und homophob. Homo was? Homophob. Mann, ich bin Soldat, Sie Arschloch, ich bin nicht tolerant. Und nicht wahr sein, das war unsere Offiziersmesse. Das war der Spielplatz. Davon sollen wir uns nicht provozieren lassen. Ich habe im Anti-Aggressionstraining gelernt, das ist von den Taliban nur ein Schrei nach Liebe. Das ist ja großartig. Jetzt hat der Taliban unsere Kantine kaputt geliebt. Was machen wir denn jetzt? Schlage vor, Familienaufstellung. Ach, die müssen wir abballern. Die müssen wir einfach nur alle abballern. Herr Hauptmann, was du nicht willst, dass man dir tu, das fügt auch keinen anderen zu. Das war die Anlage zur Mülltrennung. Oh, oh, oh. Und wo entsorgen wir jetzt unsere Windeleimer? Wenn Sie auch
Bitte, bitte hören Sie auf mich. Warum sind Sie denn so aggressiv? Ich bin nicht aggressiv. Schönen guten Abend, darf ich kurz vorstellen, mein Name ist Matthias Tretter. Ich möchte jetzt einmal was Positives beitragen hier. Ja, wir sollten uns die Stimmung nicht vermiesen lassen. Es gibt auch gute Nachrichten. Es wird Frühling. Da sind wir jetzt ja direkt vom Herbst aus reingeschlittert. Kein Winter, 6 Monate Herbst. Uns kann es recht sein. So unsere Jahreszeit als Deutsche, der Herbst. Novemberrevolution, Mauerfall, Reichspogrom nach dem Herbst, muss der Deutsche raus. Mein persönlicher deutscher Herbst beginnt immer am 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Der ist so typisch deutsch. Es ist ein Feiertag, aber er hat doch viel mehr von einer Beschwörung als von einer Feier. Das kann ja keiner leugnen, Deutschland ist immer noch geteilt. Und zwar in Deutsche, die sich mit Angela Merkel abgefunden haben und in Angela Merkel. Ja, sie... Sie ist die Einzige, die sich noch stoppen kann. Ansonsten wird die jetzt immer wieder gewählt. Und die macht das noch eine Zeit lang. Also ich glaube, ihr Ziel ist es vor allem, länger dran zu bleiben als ihr großer Übervater. Die will die 18 Jahre von Honecker toppen. Aber jetzt haben wir erstmal die große Koalition, die GroKo. Wurde ja zum Wort des Jahres gewählt, GroKo. Und die Mitglieder der GroKo sind die Koketten. Und die heißeste Kokette von allen natürlich Ursula von der Leyen. Verteidigungsministerin, das gab's noch nie. Eine 7-fache Mutter ist Oberbefehlshaberin der Streitkräfte. Damit steht sie auf einer Stufe mit Gott. Ich gebe Leben und ich nehme es. Wurde ja viel spekuliert, warum Angela Merkel ausgerechnet das Verteidigungsressort gegeben hat. Und ich glaube, wegen Afghanistan. Angela Merkel führt einen Psychokrieg gegen die Taliban. In der letzten Regierung ein schwuler Außenminister, der ab und zu einfliegt. Jetzt eine Frau als Feldherrin, das macht ihn fertig. Wenn jetzt noch Frank-Walter Steinmeier in einem Bikini aus Schweinefleisch vorbeischaut, die kriegen einen kollektiven Herzinfarkt. Militärisch steht Deutschland ja sowieso einiges bevor. In der Ukraine droht ein Krieg mit deutscher Beteiligung. Vitali Klitschko? Ja, der ist ja gefühlter Deutscher. Gott sei Dank ist er in die zweite Reihe zurückgetreten. Das war schon seltsam mit dem Klitschko, oder? Ein Weltklasse-Sportler, der am Ende seiner Laufbahn in sein Heimatland zurückkehrt, von dem er die Sprache noch nicht mal richtig beherrscht, um dort Regierungschef zu werden. Überlegen Sie mal, Bundeskanzler Lothar Matthäus. Als den Klitschko da auf dem Maidan hab stehen sehen, wie er zu den Demonstranten gesprochen hat, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er sagt, I Putin avjene na hujka, das da ist der Corona, Milchschnitte. Aber die EU hat Konsequenzen gezogen in der Ukraine-Krise. Sie haben die Auslandskonten russischer Politiker einfrieren lassen. Ein kleiner Schritt für die Ukraine, aber ein umso größerer für Wolfgang Schäuble. Ja, der konnte das gar nicht erwarten. Tja, wer weiß, wo Uli Hoeneß noch Gelder versteckt hat. Weil da wird ja ein Aufruhr gemacht wegen Hoeneß. Also sein Kalkül geht auf. Ich habe das von Anfang an gesagt, diese Selbstanzeige von Uli Hoeneß, das ist eine Marketingstrategie. Der möchte das Image seines Vereins aufpolieren. Ja, die Bayern gelten ja überall als Bonzenclub. Sie haben das meiste Geld, die besten Spieler, die größten Erfolge. Aber eben auch den Sexappeal von Uschi Glas. Kommen Sie sexy. Das sind so Vereine wie St. Pauli oder Lok Leipzig.
die dieses Straßenköterhafte haben. Bei denen man merkt, Fußball, das ist ein Unterleibssport. Und deshalb dachte Hoeneß, er verschafft seinem Club mal ein bisschen Street Credibility. Haftbefehl, das hat den Geruch der Straße. Und bald heißt es überall, die Bayern, das sind Ghetto-Kicker. Der Ex-Präsident ist ein Knacki und der Sportdirektor ein ostdeutscher Skinhead. Aber er ist schon ein echter Gangster, der Hoeneß, oder? Innerhalb von nur 4 Prozesstagen hat sich seine Steuerschuld von 3,5 auf 28,5 Millionen Euro erhöht. Das ist eine Kostenexplosion. Also wenn der aus dem Knast kommt und die Bayern wollen ihn doch nicht mehr haben, der kann immer noch Pfarrgemeinderat in Limburg werden. Dankeschön. Frau Solger, was können Sie machen? Sie schicken uns an ein Krisengebiet. Ja, bitte, da hat der Kollege mal ausnahmsweise recht. Also außerdem hat sich überhaupt gar kein Freiwilliger außer uns gemeldet. Ja, nicht? Also bitte blasen Sie das Experiment Kiew ab. Sie ziehen den Schwanz ein. Nein, wir sind einfach nur nicht richtig gut vorbereitet. Wir können zum Beispiel gar kein Russisch. Ich schon. Na, ja, nur ein bisschen. Ja, und Ukrainisch können wir schon gar nicht. Und bei Englisch sieht es ja bei Ihnen ganz düster aus. Da. Ja, eben. Und irgendjemand muss unsere Freunde von der CIA und der NSA da unten ja verstehen. Also machen Sie mal keine Sorgen, solange wie die Amis uns schon abhören, die werden uns verstehen. Aber ich meine, wie hätten wir überhaupt in die Ukraine kommen sollen? Wie sollten wir da hinkommen? Haben Sie kein Dienstauto mehr? Ja doch, natürlich, aber bei unseren Straßenverhältnissen, bis wir da unten angekommen sind. Sprechen die Ukrainer bereits Chinesisch? Ja. Da haben Sie wirklich, also... Unsere Infrastruktur, das ist längst nicht mehr das, was es mal war. Also wir haben ja ein Straßennetz, das schon zu Zeiten der Römer alt war. Ja. Autofahren macht eben keinen Spaß mehr. Das müssen Sie als Chauffeur doch wissen, Herr Frohwin. Es gibt doch nur noch Schlaglöcher und Baustellen und Staus. Ich hätte doch als Ossi mal nie gedacht, dass ich die Schlaglöcher wieder kriege. Oder? Dafür haben wir doch 89 nicht hinter der Gardine gestanden. Ja, ist es doch so. Schlaglöcher, Baustellen und Staus. Unglaublich. Ich habe neulich gelesen, man verbringt wohl 16 Monate seines Lebens im Stau. Außer man ist Holländer, da verbringt man schon die Grundschulzeit im Wesentlichen auf der A3. Ja, und es ist ja auch ein Volk mittlerweile unterwegs, das ist doch schlimm. Gucken Sie mal auf der Autobahn, da ist ja ein Volk. Und, ich meine, man muss schon sagen, einem Volk, das nicht in der Lage ist, von 2 Fahrspuren auf eine Fahrspur einzufädeln, denen ein allgemeines Wahlrecht zu schenken. Das war eine sehr vage Idee. Ja? Aber gucken sich die Leute auch mal an. Da sitzen Gesichter hinterm Lenker heute. Oh, da sitzen ja Gesichter. Da kriegt man richtig Angst. Sagen Sie mal, Sie haben mich doch heute früh auch... Sie haben mich doch auch überholt. Jetzt erkenne ich Sie wieder mit der Trainingsjacke in der Freilich. Da habe ich doch noch gewunken, erinnern Sie sich? Da habe ich gerufen, mach mal Scheibe runter. Ja, da habe ich doch gerufen, schicke Jacke haben Sie an, bleiben Sie Ihrem Stil treu, das kommt wieder. Ja, das waren Sie, ja sicher. Jetzt erkenne ich Sie mit der Brille. Genau das war. Also... Mich wundert ja, dass Sie bei den kaputten Straßen hier überhaupt schon so pünktlich sitzen. Ja? Und apropos, sagen Sie mal, dieser Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, dieser Thorsten Albig, sagen Sie mal, ist der in ein Schlagloch gefallen? Sie haben es mitbekommen, der will von jedem Autofahrer 100 Euro pro Jahr mehr, ja, zum Aufbau zur Renovierung Deutschlands. Sagen Sie mal, das gibt's nicht. Gustl Mollat ist wegen ein paar seltsamen Äußerungen recht schnell in die Psychiatrie gebracht worden. Also kann man bei dem Albig da nicht vielleicht auch irgendwas sagen? Ja, es ist doch verrückt. Verstehen Sie mal. Es ist absurd. Wir haben sprudelnde Steuereinnahmen, mehr Steuern denn je. Also wenn die Politik das mit den Straßen bei diesen Steuereinnahmen nicht hinkriegt, dann brauchen wir keine neuen Steuern, sondern neue Politiker. Ich zahle pro Jahr gerne 100 Euro mehr, ja, wenn Steuerverschwendung auch mal zum Straftatbestand wird. Jetzt will ich gar nicht vom... Ich will...
vom Flughafen Berlin will ich keine Witze mehr. Bitte, bitte, es ist sinnlos. Da ist jeder Witz gerissen, wirklich nicht. Also bitte keine Witze mehr. Kann denn der Papst nicht wie bei dem Teebarz von Elst mit dem Wovereit was machen? Ist da denn nicht mehr? Ein Mann mit solcher Verantwortung, der sitzt da immer noch und der kann nicht sagen, wann das Ding eröffnet. Das ist unglaublich. Man fragt sich überhaupt, also wird der Flughafen Berlin schon eröffnen können, wenn der Hoeneß wieder freikommt? Ja, so weit ist das schon. Keiner kann was sagen. Die wollten ja eine Teileröffnung hinkriegen bis zum Sommer, nicht? Da sollten bis zum August die Gepäckbänder fertig werden und 3 Jahre später dann die Landebahn. Ja, aber es ist ja. Und der Medorn, der haut da die Leute raus. Ja? Die Zeitungen sind voll, wie der sich da aufführt. Also wenn der jetzt noch jemanden dort rausschmeißt, dann sind von dem Flughafen doch schon mehr Leute geflogen. Als in einem Jahr. Schon mehr Leute geflogen als in einem Jahr vom Airport Kassel-Calden, könnte man so sagen. Ich meine, es ist absurd, sprudelnde Steuereinnahmen und wir haben hier kaputte Straßen, kaputte Brücken, kaputte Schulen. Neulich war eine Delegation aus dem Irak zu Gast in Deutschland, um das deutsche Schulsystem zu studieren. Als sie den ersten Schulhof betreten haben, meinten die, schlimm, dass bei ihnen auch Anschläge verübt werden. Verstehen Sie? Aber die Große Koalition, ja, die investiert nicht in die Zukunft, sondern lieber in die Vergangenheit. Merkel und Gabriel, die sind im Schmusekurs mit den Senioren, mit den Rentnern. Verstehen Sie, das sind wichtige Wähler, das weiß man. Weil die haben ja auch recht, wir werden immer älter, ist doch klar. Sie wissen es doch nicht, die weiblichen Fans von Take That, die pinkeln sich nicht mehr vor Aufregung in die Hose, sondern aus Altersgründen. Ja, es ist ja so, muss man sagen. Obwohl, dass wir immer älter werden, hat auch Vorurteile. Wie sagte der Kriminologe Christian Pfeiffer, nichts hat für die innere Sicherheit in diesem Land mehr getan als die Vergreisung seiner Einwohner. Ja. Sehen Sie, und das ist auch fürs Ausland schön, wenn immer mehr Deutsche am Rollator gehen, ist der Überfall von Polen nur noch schwer zu machen. Ja, also, ja, es ist doch ein Vorteil. Aber Merkel und Gabriel, die haben es jetzt mit den Senioren, mit ihrem Rentenpaket, die haben es jetzt mit den Rentnern, das ist unglaublich. Der Gabriel überhaupt, den erkennt man gar nicht wieder. Der lobt die Merkel über den Klee, hat er früher nie gemacht. Also der hat ja, ich glaube, der hat beim letzten All-You-Can-Eat-Buffet, da hat er Kreide gefressen. Also Gabriel, der kann sich ja nur noch steigern, indem er im rosa Tütü ein Video für die Telekom-Werbung macht. Also wenn sich alle deutschen Windkraftanlagen so effizient mit dem Wind drehen würden wie Sigmar Gabriel, der Strom wäre billiger, das kann ich Ihnen sagen. Ja, aber die. Und die SPD, sagt immer, sie nennt sich selber gern die Partei der kleinen Leute, da lache ich mit. Rentenpaket, Frau Nahles, welche Frau hat denn 45 Jahre einzahlen können? Haben Sie diese sinnlosen Europawahlplakate gesehen von der SPD? Ja? Europa, Europa für die Menschen, nicht Europa des Geldes. Ich lache mich gerade von der SPD. Das letzte Mal, dass sich die SPD dem Druck der Straße gebeugt hat, das war, als Rudolf Scharping über den Lenker von seinem Fahrrad gekippt ist. Es ist so. Aber Entschuldigung, ich wollte keine schlechte Laune verbreiten. Eigentlich sind wir alle gut. Nein, Demokratie ist wirklich toll. Sehen Sie, man kann einfach erst mal alles sagen. Ja? Es passiert anschließend zwar nichts, aber wir haben wenigstens mal drüber gesprochen. Ist ja schon mal was. Und meine beiden Herren, Kiew, das ist ab, ist vom Tisch abgeblasen. Ach, Gott sei Dank. Ja, also die Sicherheitslage ist wohl zu prekär. Die Sicherheitsberater haben gesagt, es ist fast so gefährlich wie auf dem Schulhof einer deutschen Hauptschule. Das freut mich. Also nicht das mit dem Schulhof. Das also, nicht, ja. Dafür fahren wir woanders hin. Das ist schön. Ja, wunderbar. Wir haben überhaupt nichts gegen Auslandseinsätze. Ja, in Kabul gibt es auch einen Präsidentenpalast. Krieg! Meine Damen und Herren, das war Kanzleramt Korte D. Unsere Gäste waren heute als Kanzler von Schweden Simone Säuer, als Medienberater im Kanzleramt Thiem und Struppi und als Beobachter der GroKo Matthias Kretter. Den nächsten Treffen im Kanzleramt sehen Sie am 9. Juni um 22.10 Uhr im NDR Fernsehen. Und bis dahin denken Sie dann, alles, was Sie heute gesehen und gehört haben, das bleibt unter uns.